Hallo Welt, da sind wir wieder in Dire Chemical. Und guck mal, was passiert ist. Da vorne haben wir eine Baseballgranate hingeworfen, aus Versehen, als wir die Aufnahme beendet haben. Ja. Und jetzt sind wir ganz schön verletzt. Hier gibt es Ghule und so, wisst ihr? Gefährliche Ghule. Wir sind hier in der Dire-Kanalisation. So gerne hätten wir jetzt gar keine Ghule hier, wie die vielleicht glauben. Irgendwo hockt ein leuchtender Ghul. Warum sind wir so leicht? Da stimmt doch was nicht. Haben wir unsere Sachen noch nicht? Freigeschaltet, scharf. Sehr schön. Ah, wir haben die Sachen schon wieder aus hier. Aber trotzdem sind wir relativ schnell, trotz des Chemikalienschutzanzugs des Prototyps. Und reparieren, 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 reparieren. Oh, ist das zu laut? Ach was, ja, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wo sind denn unsere Sachen alle? Das kann doch nicht sein. Ja, unsere Sachen sind weg. Warum? Wie kommt das denn jetzt? Das verstehe ich nicht. Da draußen ist irgendwo vielleicht... Oh, schon wieder so viel Zeug. Och, wir hatten so viel Zeug. Naja gut, dafür sind wir jetzt... Wir sind trotzdem überladen, aber... Wie konnte das passieren? Wann, wo, wieso? Wir kamen auf der anderen Seite zu uns, genau. Und dann sind wir nicht mehr... Ah, ich weiß wo. Ich weiß aber nicht mehr, wo wir gestorben sind. Das müsste... Oh Mann. Ja, gucken wir später nach dem Zeug. Wird schon keiner genommen haben. Da weiß ja keiner, wo das ist. Und wie geht's uns sonst? Durst haben wir, okay. Ach, der ist aber auch nervös.
Oh, wir haben ja ein Ziel. Wir müssen nach oben. Oh. Wir haben zu viele Ziele. Ach, da ist der Leuchtende, okay. Ah, wir sind ja jetzt gerade nicht getarnt, also. Oben? Oh, der Leuchtende. Der konnte uns sehen? Oh nein, 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 abbrechen. Der ist viel zu schnell und viel zu leuchtend. Hör auf. Moment. Du springst da runter? Das hätte ich dir nie zugetraut, dass du sowas machst. Wir haben gar keine Stimpaks mehr, oder? Ach, wir haben auch unseren Anzug, unseren legendären Anzug nicht mehr an. Ja gut, wenn wir einmal draußen sind, dann gucken wir erstmal, wo unser Material alles geblieben ist. Das war nämlich auf der anderen Seite. Oder wo sind wir da gestorben? Das finden wir doch gar nicht mehr wieder. So eine braune Tüte sieht man doch hier nicht. Ah, vielleicht aber doch. Oh, da war so viel Zeug drin. Wir müssen irgendwie einen Lagerplatz oder sowas finden. Das ergibt ja gar keinen Sinn, wenn wir die Sachen an. Jetzt sind wir schon wieder so langsam. Es ergibt keinen Sinn, wenn wir die Sachen mit uns rumschleppen. Dann passiert sowas. Wir sterben und dann sind sie weg. Ach, den Anzug brauchen wir doch jetzt nicht. Genau, so ist das nämlich damals auch passiert und dann waren wir hier irgendwo. So ungefähr an dieser Stelle. Und ich wäre sehr dankbar, wenn es mal nicht so ruckeln würde. Nur noch so ein Schrotthaufen hier. Sie inspirieren mich, tödliche Gewalt einzusetzen. Schön. Was sind wir hier? Genau, wir sind hier gestorben. Hier waren wir, genau hier. Das wird Ihnen deutlich mehr wehtun als mir. Das hat aber gut gesagt. Bürger, Sie können nun wieder Ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Ja, genau. Da sind wir gestorben und haben die Tüte nicht geholt. Aber ich sehe sie gar nicht. Egal. Gucken wir noch mal. Das war doch noch nicht so lange her, oder? Das heißt, eine halbe Stunde, glaube ich, bleibt die. Och, der schon wieder.
Echt jetzt? Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Sie sich rechtschaffenden Bürgern wird kein Leid geschehen. Fehlalarm. Kampfbereitschaft einstellen. Außerdem da drüben wäre noch ein Speicherpunkt, sehe ich gerade. Das da? Nein, wir sind schon vorbei. Ah, das ist hinter dem Berg oder auf dem Berg. Das hier ist es nicht. Sie hätten mich auf Liebe und Vergebung programmieren können, aber nein. Ach, hier kommen wir gar nicht rein. Hey, wo hast du unser Zeug gelassen? Sag mal. Hey, lass das. Das ist das nicht. Das ist weg, okay. Ja, ja, schon gut. Schon gut. Halt, ihr seht doch, ich bin nicht so schnell. Halt, halt, lass das. Und das zwickt. Genau, bekämpft euch gegenseitig, lieber. Uff. Och, der ganze Schrott ist weg. War wohl doch länger als eine halbe Stunde. Oder sind wir hier nochmal gestorben? Oh, wir sind überall gestorben. Aber das war die Stelle, an der wir das Zeug nicht wiedergeholt haben. Das weiß ich, wir sind da nur einmal drin gewesen. Also nach dem Tod sind wir nicht nochmal da reingegangen. Jetzt sind wir natürlich nochmal da reingegangen gerade. Ach ja, so ist das manchmal. Der Leuchtende. Ja, das wird ja noch was. Aber der ist jetzt auch schon verletzt. Oh, Moment, 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 Moment. Halt, 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 halt. Können wir da wohl durchschießen? Naja, da drüber schießen gilt nicht. Da müssen wir schon richtig zielen. Nein! Ich fall vom Stuhl. Lass das. Nicht schlecht. Oh, Gefahr? Ghoul! Oh, spring hier rauf. Spring hier rauf. Der kommt so schnell nicht hier hoch. Stell dich da rein. Hier in die gelbe. Nein, lieber nicht. Wow! Das ging aber schnell. Ja, das gibt einen Screenshot. Denke ich mal.
Ach, oder der Leuchtende. Ich hätte den Leuchtenden ganz gerne als Screenshot. Aber der Flug war auch gut. Oh. Munition haben wir auch nicht mehr so viel. Ja, aber Munition haben wir doch gar nicht verloren. Hör auf, wir haben schon ein Bild von dir. Molch. Oh nein, jetzt haben wir wieder Redwürmer. Oder immer noch. Wahrscheinlich haben wir sie immer noch. Nun, Zeit zu sterben. Ach. Oh nein, ja, vielleicht. Ja, aber du bist ziemlich klein. Du bist viel kleiner, als wir es sind. Hey, nichts gegen kleine Leute, ja? So, jetzt schnappen wir uns den letzten Ghoul. Und dann ist Ruhe. Komm her, du Ghoul. Ach, wir haben diese Redwürmer jetzt. Nicht gut. Moment, Moment, da war der Leuchtende. Der ist darum, darum und dann da. Ah, das ist der Trick. Der wollte uns nur den Weg zeigen. Hat er gemacht. Mission erfüllt, alles ist gut. Aber ich glaube, er ist hier runtergesprungen. Können wir hier rauf? Oh, das ist bestimmt total glitschig. Bauplan ultraleicht Roboterrüstung. Okay. Eine Fusionszelle, bitte. F5. Ich klicke hier öfter F5 als bei Skyrim. Aha, Moment. Da ist irgendwas im Wasser. Aber wir können es nicht sehen. Was ist das Blaue? Da hat irgendwer was Blaues ins Wasser gekippt. wo ist er denn? Zeig dich. Nicht so schüchtern. Ja, komm, wir gehen weiter. Der wird sich schon irgendwann zeigen.
Ja, super. Echt? Ein echter Ghoul. Cool. Ein Ghoul. Sarah Samir. Und Lucy. Ich möchte jetzt nicht, wenn wir hier hören gleich, dann möchte ich nicht überfallen werden. So, danach ist egal. Entweder jetzt oder nie. Also die wilden Ghule haben die Ghule erwischt. Baseballschlägermod. Ha, durchdringende Rakete. Hier, wir müssen ein Bild machen mit den Ghulen. Echte Ghule. Ach, da doch nicht mit so einem Anzug. Ja, so vielleicht. Moment. Und sonst noch was? Oh, das wird gut. Okay. Dann sag uns, Lucy, was ist passiert? Wow. Duncan! Ich weiß, dass du es bist. Du begehst einen Fehler. Du bist eine von ihnen, Luce. Auf keinen Fall werde ich auch nur einen von euch lebend entkommen lassen. Lucy? Bist du das? Duncan, du bist verrückt. Wir müssen das Feuer einstellen. Kendall, zurück. Hör auf, die Waffe auf mich zu richten. Duncan, bitte hör auf sie. Wir können nicht... Oh Gott, Duncan! Hast du sie getötet? Keiner von euch Ghulen kommt hier lebend raus. Und nichts wird mich davon abhalten, diesen Job zu erledigen. Sein. Schon bald.
Oh nein. Lucy. Naja. Das Leben ist kurz. Auch für einen Ghoul manchmal. Jetzt sind wir aber einmal hier. Sollen wir hier nicht ein bisschen weiter gucken? Wir haben ja unseren Moment. Falsche Waffe. Ja. Könnte besser klappen hiermit. Ghule? Ghule, Ghule? Coole Ghule? Keine Ghule. Habt ihr gesehen, wie viel wir da rausgeholt haben? Stimpaks und... Oh, da sollten wir erstmal nachgucken. Die hat ja... Boah, die hat ja richtig gute Sachen. Redaway, Stimpaks und so. Haben mir aber auch nicht mehr geholfen. Vielleicht helfen sie uns. Aufbereitetes Wasser fünfmal zum Beispiel. Und wir trinken das Verstrahlte. Ja, wir machen Redaway nachher daraus. Redaway! 19 hat sie. Warum hat sie so viele Redaways hier unten? Warum haben wir den Strahlenschutzanzug bekommen? Das war doch gar nicht so tragisch. Da haben wir aber schon Schlimmeres erlebt. Steve Boy hat sie da drin gehabt. Und ganz viele Stimpaks. Wo sind die denn? Hier. Geherzt. Zum Glück immer noch geherzt. Oder wieder geherzt. Och, vier? Ja, sind doch viele. Dafür, dass wir sonst nie welche finden. Wow. Haben wir denn vielleicht sonst noch was zu essen? Ich hätte da ein wenig Hunger. Leguan? Leguan am Stiel. Können wir da was sehen, wenn wir uns das angucken? Ja, so ein Leguan am Stiel. Naja, ich weiß nicht. Sieht das lecker aus? Also ehrlich gesagt... Sieht es aus, als wäre es schon etwas glasig. Aber egal. Leguan am Stiel, sättigt wie viel? Oh, so viel nicht. Hey, Glück plus eins? Ja, dann essen wir das nicht. Dann fangen wir lieber. Glück? Eins? Leguan am Stiel? Wer kam denn auf die Idee? Wie schön. Sowas dazuzufügen. Oh. Essen. Wo ist eure Küche? Bist du auch? Ja, du bist... Ach, du bist Duncan McCann? Hey, Großer. Hier spricht eine reizende Frau mit Hilfe dieses klapprigen alten Aufnahmegeräts, das auf wundersame Weise immer noch funktioniert. Ich hab mir gedacht, das ist doch nichts Besseres als ein intimes, verführerisches und fast schon nicht mehr jugendfreies Holoband gibt, um meinem tollen Ehemann alles Gute zum Hochzeitstag zu wünschen. Und dann fiel mir wieder ein, dass wir Kinder haben. Kommt rein, Jungs! Hi, Papa! Mama hat mir gesagt, dass ich euch beiden alles Gute zum Hochzeitstag wünschen und dich daran erinnern soll, was für ein Glückspilz du bist, weil sie so hübsch ist. Und dass sie mit dir ausgegangen ist, obwohl du keinen Sport mochtest. Und dass sie es mag, wenn du den Abwasch machst. Und wenn du uns Baseball beibringst, obwohl sie besser ist als du. Aber sie mag es gar nicht, wenn du schnarchst. Lucas Alexander, das habe ich nie gesagt. Doch, Mama, das sagst du mir. Jeden Morgen. Okay, genug. Raus mit euch. Spielt mit den anderen Kindern. Du spielst nicht schlecht Baseball, aber du schnarchst. Und ich würde dich für nichts in der Welt eintauschen. Selbst in solchen Zeiten blicke ich auf das, was du mir gegeben und für mich getan hast. Ich könnte mir keinen besseren Ehemann vorstellen. Alles Gute zum Hochzeitstag, du bester Mann, den ich kenne. Ich liebe dich, Dunkie. Ja, ganz klar. Ghule haben seine Frau zerfleischt. Und er musste alle Ghule töten. So ein... Ja, so geht's ja nicht. Davon wird die Frau auch nicht lebendig. Wisst ihr, was ich glaube, liebe Welt da draußen? Wir sind nur ganz knapp zu spät gekommen. Hier lagen vorhin Ghule. Ein ganzer Haufen Ghule lag dort. Und
Na ja, gut. Sarah Samir. Lucy Warwick? Nein, Harwick. Vorsicht. Vorsicht, sage ich. Egal. Ja, und hier ist er. Er wird die Ghule abgemoxt haben. Dann sie. Ja, und dann ist er hier umgekippt. Ach, guck mal an. Der ist selber hier ghoulisiert fast. Ach so, da geht's rein. Aber ich glaube, woanders rein, oder? Oh. Oh nein. Ach Mann, seid nicht so zappelig. Zappelghoul, hör auf damit. Du, bleib stehen. Und der andere? Da. Du bist ruhig. Oh, hoppla. Nicht getroffen? Doch, bestimmt das Geländer. Hm, die haben richtig Haare. Ach ja, wenn man träumt. Hey, die ist kaputt. Gibt's doch nicht. Los, weiter geht's. Wow, Kendall Sims. Ja, das ist aber kein Ghoul. Aber ein Foto wert. Auch eine Überlebende. Beinahe. Nein, 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 nein. Da. Die da. Und wir brauchen etwas mehr Licht im Gesicht. Und wir brauchen etwas mehr Abstand. Ja, mehr Licht im Gesicht. Moment. So. Den Spieler, ja, können wir, müssen wir nicht unbedingt. Wenn er guckt. Ach, wir haben vergessen zu gucken gerade. Aber wir wollten ja sowieso, ja, hier machen. Posieren brauchen wir nicht. Oh, jetzt haben wir keine Waffe mehr in der Hand. Schade. Zwei Daumen hoch. Ist der Daumen, ist denn irgendwas hier drauf? Ja, Knien. Ich weiß gar nicht, wo haben wir denn, hatten wir Knien schon? Ja, doch, Knien hatten wir von Anfang an schon. Ein bisschen heller machen, ein bisschen Kontrast drauf. Jupp. Und einen Filter. Zuckerbombe? Nein. Red Rocket? Oder gesättigt? Oder wild? Verbessern. Okay. So, und... Naja, Aufenthaltsort. Wir werden kaum einen Rahmen aus der Kanalisation hier haben, glaube ich. Also... So. Hm. Ja, ich glaube, solche Fotos, die werden wir irgendwie löschen später. Ja, wir werden da mal aufräumen. Das machen wir aber in einem... Ja, ich werde mal ausprobieren. Ich werde mal gucken, ob man Fotos hochladen kann. Ich meine, Videos hochladen kann. Fotos kann man ja hochladen in den Community-Tab. Wenn man da Videos reinpacken kann, dann machen wir vielleicht mal so eine kleine Dia-Show demnächst. Wow. Hey. Wir haben Redwürmer. Ich vergaß. Ja, dann... Was schwimmt denn da drin? Irgendwas. Oh, Moment. Habe ich schon mal auf die Uhr geguckt? Na dann sind wir am Ende der Folge. Das hat ja nicht geklappt hier.
Ich dachte, wir könnten mal gucken, wie wir hier sitzen. Egal. Wir sind am Ende der Folge. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.